Innsbruck. Och, ist das spannend. Wendell Sacco aus Marquette in Michigan, 26 Jahre, als er im Vorjahr in Calgary Weltmeister wurde, da staunte die Rodelwelt. Inzwischen ist er zu einer großen Nummer in diesem Rodelzirkus geworden. Sechster nach drei Läufen, Wendell Sacco aus Michigan, der Weltmeister. Am Start hat er 300stel verloren. Gegen Arnold Huber. Ein stämmiger junger Mann mit 6 Geschwistern. Ich sehe meine Familie allerdings nur wenige Wochen, sagt er. Unter dem Jahr meistens auf Training. Das Trainingszentrum der Amerikaner Lake Placid. Der Liechtensteiner Schädler, der Cheftrainer. Und er führt um 400stel. 50,598 müsste er fahren, um die Führung zu übernehmen. Und er führt um 1900stel in diesem Lauf. 50,598 schafft er es. Jawohl! Zweiter in diesem Lauf, erster in der Gesamtwertung. Wendell Sacco, der Weltmeister. War ein schönes Goodbye. Er ist noch jung. Was heißt jung? Er ist auch schon 26, aber bei den nächsten Olympischen Spielen mit 30 ging er es noch. Er hat ja die Härte und sagt ganz klar, mein Beruf ist das Rodeln. Ich arbeite 9 Monate hart in diesem Sport. Wendell Sacco führt jetzt, der Weltmeister. Vor Norbert Huber, Gerhard Gleischer, Albert Timschenko, Markus Schmidt. Oben macht sich einer der großen Huber-Brüder fertig, Arnold Huber, 5. nach 3 Läufen. War schon Weltmeister 1991 in Winterberg. Lag nur 9000stel vor Sacco. Hat jetzt diese 9000stel am Start bereits verspielt. Aber auf dieser langen Strecke, auf diesen 1365 Metern, da kann man noch viel verlieren. Ist nach wie vor diese 9000stel hinten. Im Augenblick gleich auf mit Sacco. Jetzt führt er. Arnold Huber. Ein Carabiniere aus der großen Rodeldynastie der Hubers. Der 27 hohe Geschwindigkeit, 50,557 müsste er fahren. Jawohl, hat es geschafft. 4. Laufzeit, aber 1. Platz. Arnold Huber führt. Die Italiener, eine ganz große Rodelnation. Um der Wahrheit die Ehre zu geben, die Südtiroler, muss man dazu sagen, obwohl sie keine Kunsteisbahn im Land haben, sehr oft auch in Innsbruck Eagles zu Gast sind, sind sie absolute Spitze. Und auch hier bei den Olympischen Spielen, bei den Herren, wird es für eine Medaille reichen. Da kommt einer, der schon das ausgekostet hat, was es heißt, Olympiasieger zu sein. Jens Müller, der 28-jährige Deutsche. 4. nach 3 Läufen. Der Olympiasieger des Jahres 1988. Weltcup-Dritter. Ein absoluter Spitzenmann. Ehemaliger DDR-Athlet. George Hackl hat vor diesen olympischen Bewerben gesagt, ihn fürchte ich fast mehr als Markus Brock. Aber er hat schon Rückstand, dieser Olympiasieger des Jahres 88. 700stel auf Arnold Huber. 50,700 müsste er fahren und da ist er schon weit drüber. Über eine Zehntel verloren. Jens Müller nicht sehr gut unterwegs diesmal. 125, wesentlich langsamer
zwei Zehntel schon zurück. Und in diesem Lauf Achter, über drei Zehntel zurück, und in der Gesamtwertung liegt er jetzt an fünfter Stelle. Ja, er hat abgebaut. Und jetzt kommen die großen drei. Jetzt kommen Armin Zöckeler, Georg Hackl und Markus Brock. Boah, das wird was. Hier nochmals Klaus Alt, der Physiotherapeut der Deutschen. Und die fühlen sich wohl bei dieser Kälte. Huber, Sackel, wieder Huber, also zwei Brüder, rahmen den amerikanischen Weltmeister ein. Gerhard Gleischer, Vierter. Und er könnte, wenn man die drei, die jetzt noch kommen, vor ihn rechnet, Siebenter werden. Das ist für sein erstes Einzelrennen eine blendende Platzierung und ein Versprechen für die Zukunft. Markus Schmidt, nur Siebter, wird wahrscheinlich Zehnter werden. Hier sind wir auf dieser einzigen Kunsteisbahn von Skandinavien in Hünderfossen. Und hier der 20-jährige Jungstar aus Südtirol, Armin Zöckeler, Dritter nach Dreilauf. Ist im Rennen. Dritter war bei der Europameisterschaft und hat eine blendende Startzeit. 16.000stel hat er seinem Landsmann Arnold Huber abgenommen am Start. Führt auch in diesem Lauf jetzt um 400stel. Armin Zöckeler ist in Führung. Und man kann ruhig sagen, wenn er diesen Lauf jetzt runterbringt, ist es zumindest Bronze. Zumindest 127,7, hohe Geschwindigkeit, 800stel in Führung, die letzten Meter und Erster in diesem vierten Lauf und Erster in der Gesamtwertung. Bravo, Armin Zöckeler, mit 20 Jahren bereits eine olympische Medaille. Welche, das wird sich in den nächsten Minuten herausstellen. Er hatte bereits vor kurzem eine Bronzemedaille im Einzel gemacht bei der Europameisterschaft in Königssee, da war er Dritter. Und jetzt auch eine Medaille diesem Mann aus Föllern-Lahna, diesem 20-Jährigen, gehört die Zukunft. Und was geht jetzt im Kopf des Turbo Schorschi vor? Georg Hackl, der 27-jährige Olympiasieger, 48.000stel ist er nur hinter Markus Brock. Und der olympische Herrenbewerb geht in die allerletzte Entscheidung. Im Eiskanal jetzt Olympiasieger Georg Hackl. Hat 16.000stel Rückstand auf Zöckeler, das sagt nicht, sein Vorsprung war groß genug. 21.000stel Vorsprung, Rückstand. Der Rückstand wächst auf 25.000stel, noch immer nach wie vor in Führung Georg Hackl. Da hat er Probleme unten gehabt, 127,4 und mit einer Zeit von 50,491 wird er Zweiter und führt. Er führt im allerschlechtesten Fall Silber für den Goldmedaillengewinner von La Plan, für Georg Hackl, den 27-jährigen Superathleten aus Berchtesgaden. Und ob es Silber wird oder Gold, das entscheidet jetzt unser Markus Brock, der 29-jährige Stubaitaler aus Mieders, ein HSNS-Angehöriger, am Start. Wir wünschen ihm die Nervenstärke, die er für diese Entscheidung braucht. Ja, der Fan freut sich noch. Und jetzt Markus. Zweiter nach dem ersten, Zweiter nach dem zweiten, Erster nach dem dritten Lauf. Und jetzt schauen wir,
die Startzeit von Hackl an. 4:05:09 war es. Beste Startzeit für Markus Brock. Und Markus, komm, bring diesen Vorsprung ins Ziel. Wie wenig sind doch 48 Tausendstel. Er führt um 31 Tausendstel. 31 Tausendstel. Markus Brock, der fünffache Weltcupsieger, der Europameister, Weltmeister war er. 18 Mal hat er Weltcuprennen gewonnen. Gelingt ihm heute sein Traumziel, die Goldmedaille. Jetzt ist er um 28 Tausendstel zurück. Da hat er einen Hänger gehabt. 50:05:39 muss er fahren. Vielleicht geht sich das noch aus. Aber unten ist er noch nicht ideal gefahren. Ist Siebenter nach dem zweiten Lauf und wieder Silber. Dieser Schorsch Hackl hat ihn überholt. Im letzten Rennen, im letzten Lauf. Zum zweiten Mal Gold für Georg Hackl. Damit ist er der erste Rodler der Sportgeschichte, der zweimal olympisches Gold holte. Ein Teufelskerl, dieser kleine, giftige Athlet. 13.000. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Recht herzlich willkommen bei unserem Olympiatreff, bei der Aktion Kinder fördert Sport. Und es freut mich ganz besonders, dass ich zwei der verdientesten österreichischen Sportler hier habe. Markus Brock, zunächst einmal danke im Namen all unserer Zuschauer für die 120. Medaille in der Geschichte des österreichischen Sports bei Winterspielen und die erste Medaille hier. Es war Silber um 13.000. Was sagt einem das da? Bleibt einem der Atem weg? Ihr habt euch, der Georg Hackl und Sie, ihr habt euch so hart duelliert, jetzt zwei Tage, vier Läufe hintereinander. Einmal war er vorne, dann haben Sie ihm heute in der Früh die Führung entrissen und zum Schluss hat er nochmal zurückgestanden. Ja, es war sicher ein sehr hartes Rennen, es war fast ein Duell, kann man sagen. Es war im Sommer immer schon mein Ziel, bei Olympia hier in Lillehammer eine Medaille zu machen. Und wenn man es so sieht, ist mir das geglückt. Natürlich, wenn man Gold so knapp vor Augen hat, dann will man gewinnen, das ist ganz klar. Beim letzten Lauf habe ich sicher gewusst, jetzt könnte es gehen und alles riskieren. Voll vorn nochmal, das habe ich gemacht. Und unten hat es halt dann nochmal 100 Schlück gefehlt. Es ist nachher bei uns ein 100 Schlück hin oder her, das ist sicher eine Glückssache ein bisschen. Was sagt denn da der Gerhard Sandpichler, sein Trainer, ehemals selbst ein großer Rodelfahrer, ein Olympiakämpfer, Olympiafünfter war, also ein Spitzenmann. Jetzt steht er hinter den Kulissen, poliert im Keller die Kufen, ist also einer, der die Sportler wirklich fördert, die man nicht an der vor der Front sieht, aber der wichtig ist. Ich muss es auch sagen, Österreich hat sicher Silber gewonnen. Für Markus, ich kenne ihn ziemlich sehr gut, ich muss es auch sagen, er hat Gold verloren, wenn man das jetzt abschätzen kann. Der Sport selber in Österreich, das Rodeln, ist ein bisschen ein Lebenssport. Aber Markus hat es sicher gut gemacht und hat seine Erfolge nach vorne gebracht. Gold hätte er verdient. Es ist halt nur Silber geworden. Für Österreich ist gut, für Markus. Er kommt aber drüber hinweg, glaube ich. Aber der Markus lacht schon wieder, das ist ganz gut. Die Leute, die ja dieses Rodeln ein bisschen ins Eck drängen, nicht bewusst, seid ihr. Ich meine, ihr seid unsere Aushängeschilder, die alpinen Skiläufer, die Abfahrtsläufer speziell, aber im Prinzip haben die Rodler schwer, in dem Herzland des alpinen Rennlaufes zu bestehen. Ja, das machen wir aber nicht bewusst, wie Sie schon gesagt haben. Wir sind halt einmal die Skifahrer in Österreich, ich glaube, der populärste Sport in Österreich und auch die meisten Leute, die Hobbysport betreiben den Skisport. Sozusagen haben wir natürlich eine irrsinnige Masse hinter uns stehen und jeder will uns siegen sehen und ist wahrscheinlich genauso traurig. Ich will nicht sagen enttäuscht, aber so traurig wie mir, wenn es nicht ganz geht. Waren Sie gestern traurig? Ja, ein bisschen traurig war ich sicher. Ich war nicht enttäuscht, aber ich kann es recht gut wegstecken. Ich habe eine goldene daheim und sozusagen muss man zufrieden sein, dass man heil im Ziel ist. Er hat eine silberne daheim und bringt eine zweite dazu. Schauen wir uns einmal vielleicht an, wie es das gegeben hat, dass es in diesem letzten Lauf, wo alle schon so guter Hoffnung waren, doch nicht Gold,
sondern Silber wurde. Wir haben den Markus Brock, den besten Starter der Welt aller Zeiten. Markus, erzähl. Ja, am Start, ich habe die Zeiten mitgekocht für die anderen, was vor mir waren, und natürlich auch von Hackl. Ich habe gewusst, es ist eine Zeit, die ist im Bereich des Möglichen für mich. Es war keine Zeit, wo ich nervös werden hätte müssen. Ich bin sicher voll gefahren. Ich habe mir immer gesagt, wenn schon fährst, dann fährst voll. Und wenn hinten bist, dass du ja nicht den Vorwurf machen kannst. Ich habe verloren, weil ich mich nicht getraut habe, alles zu riskieren. Und wie gesagt, der Lauf war nicht schlecht. Der war vielleicht nicht ganz so rund wie die anderen. Man wird es dann noch sehen. In der Kurve 10 war ich ein bisschen hoch. Das ist jetzt die 7er, 8. Jetzt fährt man in die 9er hinein. Jetzt kommt man in die 10. Da bin ich ein bisschen hoch, hat man gesehen. Ein bisschen Welle von hinten rausgeklappt. Ein Hundertstel kann man natürlich überall gewinnen und überall verlieren. Ich kann schon in jeder Kurve. Und da jetzt habe ich müssen auslenken. Ein bisschen hin, ein bisschen her und wieder ein bisschen hin. Aber das sind so Kleinigkeiten. Wie gesagt, ein Hundertstel ist halt etwas so nichts, auch in unserer Sportart. 126, eine enorme Geschwindigkeit. Und als Sie dann im Ziel waren und gemerkt haben, es hat doch nicht gereicht um lächerliche 13.000stel, war da der Kampf mit den Trainern schon ein bisschen existent? Ja, man sieht es natürlich mit einem lachenden und mit einem weinenden Auge. Aber ich muss sagen, jetzt überwiegt sich die Freude zurzeit. Für uns auch. Wir haben die erste Medaille und jetzt beginnt's. Jetzt, Sie haben das Ganze eröffnet. Ich hoffe, ja. Das Problem ist zum Beispiel in letzter Zeit auch immer wieder existent. Erstens habe ich viele Glückwünsche bekommen, bei denen ich mich bedanken will, bei den Leuten, was wir alle geschrieben haben. Bedanken möchte ich mich auch bei den Trainern für die Zusammenarbeit. Bedanken möchte ich mich auch bei der Medizin, was mir sehr geholfen hat. Ich war nämlich ein bisschen krank diese Woche auch. Bedanken möchte ich mich auch bei dem Olympischen Komitee, beim Bundesheer, wo ich schon lange dabei bin, bei meinen Sponsoren und bei all denen, die was mir immer das ganze Jahr und schon viele Jahre die Daumen halten. Das ist eine ganz schön große Zahl, die hinter der Silbermedaille steht. Und jetzt darf ich unsere Olympia-Hostess, unsere Hübsche, hereinbitten. Jetzt zieht einmal der Patrick Ortlieb eine Karte, um den Namen zu eruieren. Wir haben eine Frage gestellt, was bedeuten die 5 olympischen Ringe? Suchen wir mal. Vielleicht gibt es einen glücklicheren, wie ich gestern war. Ja, da bricht nichts. Aber gehört überall ein bisschen Glück dazu. Gut. Sag mal, die Antwort ist richtig. Die Antwort ist richtig und jetzt haben wir auch den Sieger, Thomas Frühhaut, Kaiserstraße 15, Bregenz, ja, Vorarlberg, ein Vorarlberger Kaun, einen Vorarlberger ziehen. So, ja. Und der gewinnt jetzt einmal eine ganz große Sportausrüstung im Wert von 20.000 Schilling. Und jetzt haben wir noch, die Firma Kinder sponsert ja das Ganze. Bitte würden Sie das Ei aufmachen, da ist ein Multiplikator drinnen, von 1 bis 5. Und da können wir noch jetzt diesen Preis vergrößern. Und zwar kann man da mal 4 mal 2 ist 80.000 Schilling. Sportausrüstung im Wert von 80.000 Schilling. Ja, nicht schlecht. Markus, das ist doch toll. Ich finde das ganz toll. Hier möchte die Firma den Breitensport fördern. Der Breitensport ist ganz wichtig. Ihr seid die Zugpferde und wir kommen hinten, wir hecheln hinten auch. Und ich möchte euch nochmals danken für eure Leistungen, für euren Besuch, fürs Mitmachen. Und wie gesagt, ich glaube, dass unsere Sportler hier noch